Und nochmal Kurznachrichten. Guten Abend. Ermordung. Mexiko trauert um den Präsidentschaftskandidaten Colosio, der nach einer Wahlveranstaltung erschossen worden war. Der Sarg des Politikers ist inzwischen in der Zentrale der Regierungspartei PRI in Mexiko-Stadt aufgebahrt worden. Das Attentat hat die politische Lage in Mexiko verschärft. Präsident Salinas rief die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren. Beschluss. Das Parlament der bosnischen Serben in Pale hat sich am Abend gegen eine Föderation mit Moslems und Kroaten in Bosnien entschieden. Das Parlament, das offiziell nicht anerkannt ist, erklärte, es wolle weiterhin eine unabhängige Republik sein. Vorschlag. Der SPD-Politiker Hans Koschnick soll im Auftrag der Europäischen Union den Wiederaufbau von Mostar, der Hauptstadt der Herzegowina, leiten. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Bonn hat sich Koschnick dazu bereit erklärt. Dem Vorschlag der Bundesregierung müssen aber noch die EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Besuch. Deutschland und Frankreich wollen die europäische Einigung gemeinsam weiter voranbringen. Das erklärten Außenminister Kinkel und sein französischer Kollege Juppé bei einem Treffen in Paris. Kinkel sprach auch mit Staatspräsident Mitterrand und Premierminister Balladur. Die jüngsten Unstimmigkeiten zwischen Paris und Bonn seien ausgeräumt worden, hieß es. Erhöhung. Der grüne Punkt soll teurer werden. Der Aufsichtsrat des dualen Systems hat eine neue Gebührenordnung beschlossen. Die Belastung der Verbraucher wird dadurch um 7 Mark pro Jahr und Kopf steigen. Und das Wetter. Auch morgen ist es meistens bewölkt, zeitweise regnet es. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 15 Grad. Mehr zu diesen und anderen Themen in Weltvox um Mitternacht. Bis dann.